Als nächstes haben wir einen euch sehr wohl bekannten Redner. Ihr kennt ihn alle, ich glaube auch, ihr habt ihn alle schon lieb gewonnen. Begrüßt mit mir Fidel Castro! So, ihr kleinen Maskenträger, ich darf meine absetzen. Schön, oder? Ach Gott, ist das eine gute Luft. Wie man der Kurpalz sagt, wo ich herkomme. Allerhop. Moment. So, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann gibt es heute nicht allzu viele Redner. Und deswegen lasse ich mir ein bisschen Zeit. Ich bin normalerweise kein Internetausdrucker, aber heute habe ich es tatsächlich mal getan. Aus mehreren Gründen. Ich führe seit 451 Tagen die Corona-Tabelle für Dresden und die ist recht umfangreich und wenn man sich nicht auskennt, dann findet man da nichts Zusammenhängendes, aber ich tue das. Ich möchte euch mal mitteilen, wie viel Prozent der Dresdner bisher positiv auf Corona getestet wurden, was nicht gleichbedeutend ist mit einer Infektion. Es sind 5,41% und das nach 451 Tagen. Uns wird immer wieder erzählt, es gäbe ein exponentielles Wachstum. Ich finde nach 14, 15 Monaten und 5,5% ist es ein bisschen lächerlich, sowas zu behaupten. Aber es behaupten ja Wissenschaftler. Insgesamt mussten bis jetzt mit einem positiven Corona-Test 2.624 Menschen in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Darunter sind allerdings auch mit großer Sicherheit Unfallopfer, also von Verkehrsunfällen, und auch Frauen, die zur Entbindung ins Krankenhaus gegangen sind, um dann pflichtmäßigen Test zu machen und positiv getestet zu werden. Das entspricht weniger als 0,5% der Dresdner Bevölkerung. Mussten ins Krankenhaus in 15 Monaten wegen vermeintlich Corona bzw. Covid-19. Ich habe da noch ein paar Formeln gemacht. Wenn es so weiterginge wie bisher, dann würde es noch 25 Jahre dauern, bis jeder Dresdner einen positiven Corona-Test hätte. Das ist nur eine hypothetische Zahl. Aber 25 Jahre könnte man dieses Spielchen noch fortsetzen, bis jeder einmal positiv getestet wurde. Bis dahin ist dieser Virus so oft mutiert, so viel wie es Dresdner gibt. Ich glaube, es gibt mindestens 400, wenn nicht 4000 Mutationen bis jetzt weltweit. Eine Pandemie zeichnet sich dadurch aus, dass es so schnell geht, dass in aller Regel alle Menschen auf der Welt von dem gleichen Virus bedroht werden und eben nicht von Mutanten. Inzwischen hat dieser Virus so oft mutiert, dass man von einer indischen Variante spricht, wogegen sich die indische Regierung verwehrt, britische Mutante, südafrikanische, brasilianische und so weiter. Es ist also inzwischen ein endemisches Virus, von dem es viele Mutanten gibt. Und was man über Viren noch wissen muss, ist, sie mutieren immer. Ein Virus, das nicht mutiert, verschwindet von der Welt, weil sich unser Immunsystem, was sich in Hunderttausenden von Jahren ausgebildet hat, extrem gut gegen Viren wehren kann. Was habe ich noch für eine Zahl für euch? Ich kann vermelden heute, oder ich muss vermelden, dass bis jetzt nach offiziellen Angaben 1086 Menschen in Dresden an oder mit Corona verstorben sind. Ich habe eine Antwort auf eine Anfrage von der Stadträtin dabei. Die hat das Datum 11. März, die Antwort. Ist also schon ein bisschen veraltet. Bis dahin wurden genau 3 Menschen in Dresden obduziert. 3 von 1000 Menschen wurden obduziert. Und das Gesundheitsamt hat auf die Anfrage der Stadträtin geantwortet, dass es nicht Aufgabe sei, des Gesundheitsamtes nach Krankheiten zu erforschen. Das heißt, es interessiert sie einfach einen Scheißdreck. Dafür ist übrigens unser seit November im Amt befindlicher Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Bauer zuständig, der vor ein paar Tagen in der Zeitung stand mit Dr. Frank Bauer. Jetzt könnte man meinen, der Leiter des Gesundheitsamtes sei auch tatsächlich ein Mediziner. Was würdet ihr sagen? Ist es ein Mediziner? Nein, es ist ein Verwaltungsfachwirt. In der Zeitung wird es natürlich nicht dazu geschrieben, da wird der Eindruck erweckt, der Herr sei Mediziner. Kann man ja versuchen, aber von der Dresdner Qualitätspresse erwarte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Am Samstag, da hat das Gesundheitsamt mehr oder minder zu, wurden übrigens 9 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Und weil ich die Statistik wirklich jeden Tag gewissener führe, kann ich euch sagen, es gab in den Tagen davor so gut wie gar keine Todesfälle. Diese 9 Fälle bezogen sich auf einen Zeitraum von 3 Wochen vor dem Meldetag. Also 9 Corona-Tote in 3 Wochen. Die werden zusammengestaucht in einer Meldung mit 9 Corona-Toten, die an einem Tag gemeldet werden. Und das betreibt vor allem die Dresdner Presse. Seit Wochen und Monaten, seit Dezember sind sie nicht in der Lage zu sagen, über welchen Zeitraum sich diese Todesfälle erstreckt haben. Die sagen immer nur, ja, der jüngste Todesfall ist eine Woche her. Aber dass teilweise die Todesfälle 10 Wochen oder noch älter waren, wo auch immer die das nach 10 Wochen noch herhaben. In aller Regel ist jemand nach 10 Wochen bereits eingeäschert und erzählt nur noch das, was auf dem Totenschein steht. Und wie wir inzwischen durch Qualitätsjournalisten wie Boris Reitschuster und andere erfahren haben, gibt es durchaus finanzielle Vorteile, wenn man einen Krankheitsfall oder einen Todesfall zum Corona-Fall erklärt. Das Dresdner Klinikum musste in den letzten Jahren regelmäßig mit rund 10 Millionen Euro aus der Stadtkasse bezuschusst werden, weil es nicht gelaufen ist. Letzte Woche am Mittwoch hat der Oberbürgermeister und mit dem Finanzbürgermeister zusammen eine Pressekonferenz gemacht. Ich wollte eigentlich hingehen, aber ich hätte A, mich anmelden müssen, B, eine FFP2-Maske tragen müssen und C, einen Corona-Schnelltest machen müssen, um einer Pressekonferenz beiwohnen zu können. Und die Stadt war nicht in der Lage, eine Videokonferenz zu machen, dass sich das jeder anguckt. Das war also eine exklusive Veranstaltung. Und ich kann euch auch sagen, warum. Die Stadt hat einen Gewinn, oder Gewinn ist vielleicht das falsche Wort, einen Überschuss verkündet von sage und schreibe 109 Millionen Euro für das letzte Jahr. 109 Millionen Euro plus, trotz Corona. Ich sage euch, es war wegen Corona, weil es Bundeszuschüsse gab und Landeszuschüsse. Wir wurden zugeschissen mit unserem eigenen Geld. Und jetzt müssen das unsere Kinder und Enkel abbezahlen, weil ein Finanzbürgermeister Scholz von der SPD im Bund meint, er müsse uns verarschen, indem Geld gedruckt wird, was unsere Kinder, Enkel und auch Urenkel abbezahlen müssen, damit er gewählt wird zum Bundeskanzler. Wer von euch glaubt, dass Olaf Scholz auch nur den Hauch einer Chance hat, Bundeskanzler zu werden? Wer von euch glaubt, dass Annalena Baerbock eine Chance hat, Bundeskanzlerin zu werden? Also einer hat sich gemeldet, er ist mutig. Das Rennen ist offen, die Zukunft ist ungewiss. Auch wenn uns unsere Politiker mit dem angehängten Wissenschaftsbereich immer wieder weismachen wollen, und zwar nicht erst seit gestern und auch nicht seit einem Jahr, dass man mit Modellen die Zukunft vorhersagen könnte. Das ist eine glatte Lüge. Die Zukunft ist ungewiss und genau so funktioniert auch Demokratie. Karl Popper hat mal zur Wissenschaftlichkeit gesagt, eine Frage oder ein Thema ist wissenschaftlich, wenn man die Hypothese widerlegen kann grundsätzlich. Unser geliebter Oberbürgermeister, der sich da hinten meistens verschanzt im Rathaus, der hat nicht nur behauptet, dass es ohne Lockdowns noch mehr Tote gegeben hat, was er natürlich nicht beweisen kann, ich kann übrigens auch nicht das Gegenteil beweisen, diese Sache ist also unwissenschaftlich, weil man sie weder B noch widerlegen kann. Kürzlich stand in der Zeitung zu lesen, der Oberbürgermeister sei 2 Tage nach seiner Corona-Erstimpfung erkrankt und dann hat dieser Qualitätsjournalist, ich weiß gerade nicht, wer es genau war, doch tatsächlich sich erdreistet zu schreiben, Dirk Hilpert sei der lebende Beweis dafür, dass die Impfung nicht sofort wirkt. Auch das ist natürlich totaler Schmuh. Weil es könnte... Oh, jetzt war doch Ton weg. Hallo, jetzt bin ich wieder da. Hockt der Dirk, der dicke Dirk, im Auto? Nein. Also, es könnte natürlich auch gut sein, dass er diese Krankheitssymptome gehabt hat wegen der Impfung. Auch das kann ich nicht beweisen. Aber zu schreiben, dass Dirk Hilpert der lebende Beweis dafür sei, dass die Impfung nicht sofort wirkt, wirft natürlich erneut ein gutes Licht auf den Dresdner Qualitätsjournalismus. Ich lese regelmäßig die Dresdner Neuesten Nachrichten
online, kostenlos, weil Abo über Freund, und auch die sächsische, die aber weniger. Dort wird Impfpropaganda gemacht. Ich lese das ganze paar RSS-Feed. Ich kriege also alle Nachrichten untereinander angezeigt. Und in jeder dritten oder vierten Nachricht ist irgendwas mit Impfung. In der Regel ist es Impfpropaganda. Wie toll BioNTech wirkt und Moderna. Ab und zu ist mein Artikel dabei über Nebenwirkungen. Aber in allererster Linie ist es Impfpropaganda. Und wem gehört die SZ und die DNN zu großen Teilen? Der SPD. Genau. Schon wieder weg. Markus? So, das Mikrofon streikt. Böse, böse Dirk. Ich bin unschuldig. Ja, das sagen sie alle. Hinterher kommt raus, ich kann es euch versprechen. Ich verspreche nicht viel, aber ich verspreche euch, diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, die werden zur Rechenschaft gezogen werden. Davon bin ich 100% überzeugt. Es wird noch dauern, aber es wird so kommen. So, ich gucke mal noch aufs nächste. Oh, das ist auch was Interessantes. Ich führe auch eine Corona-Statistik für Sachsen, und zwar direkt vom RKI, also keine unseriösen, keine seriösen Quellen, aber die besten, die wir haben. Ich habe also die Landkreise nebeneinander gesetzt und kann euch sagen, dass in Leipzig, ungefähr gleich groß wie Dresden, was die Einwohnerzahl angeht, auf 1 Million Einwohner 878 sogenannte Corona-Tote zu verzeichnen waren. Das sind weniger als halb so viel wie in Dresden. Ist komisch, oder? Also Leipzig ist, glaube ich, nicht wesentlich jünger und auch nicht wesentlich gesünder als Dresden. Halb so viele pro Millionen. Und jetzt kommt der Landkreis Görlitz. Da gibt es, rechnerisch wohlgemerkt, 4.436 Corona-Tote auf 1 Million Einwohner. Das sind also 5-mal so viel wie in Leipzig. Könnt ihr euch ernsthaft vorstellen, dass die Menschen im Landkreis Görlitz 5-mal so anfällig für Corona sind? Oder könnte es sein, dass das dortige Gesundheitsamt Muckefu betreibt und einfach alles den Corona-Toten unterschiebt, weil auch das Krankenhaus in Görlitz, also in der Stadt Görlitz in dem Fall, einen Geldmangel hat? Wenn also ganz viele Corona-Tote, und das ist jetzt meine Vermutung, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht beweisen, dass also Fördergelder von Bund und Freistaat rieseln, und zwar massenweise, wenn man die Toten zu Corona-Toten und die Erkrankten zu Corona-Erkrankten erklärt. Anders kann ich mir eine 5-fach höhere Todeszahl pro 1 Million Einwohner nicht erklären. Vielleicht hat jemand eine bessere Erklärung. Vielleicht da hinten von der Jubel-Antifa-Perser-Merkel-Jugend. Weiß ich nicht. Habt ihr eine bessere Erklärung? Ich glaube nicht. Wir können nämlich nur brüllen. Gleich immer durch mit den Statistiken und dann wird es politisch. Also, nächste Statistik. Ich habe auf einem anderen Tabellenblatt, die Tabelle verlinkt der Markus vielleicht später freundlicherweise, die wird von mir jeden Tag aktualisiert mit Daten der Stadt Dresden, mit dem DIVI-Intensivregister und mit dem RKI. Also es sind nur offizielle Zahlen. Ich habe also die Corona-Erkrankten, positiv Getesteten und Toten ins Verhältnis mit den Altersgruppen, mit der Bevölkerungszahl gesetzt. Und um das nicht zu lang zu machen, in der Altersgruppe von 35 bis 59, gehöre ich selber zu, ich bin so in der goldenen Mitte ungefähr, ist einer von 7.574 Menschen in dieser Altersgruppe an Corona gestorben oder mit. Einer von 7.500. In der Altersgruppe von 0 bis 59, also wirklich vom Neugeborenen bis 59, war es einer von 17.000. Einer von 17.000 Dresdnern zwischen 0 und 59 ist an oder mit Corona verstorben. 1 zu 17.000, das ist ein gefährliches Virus. So, jetzt wird es ein bisschen kritischer. In der Gruppe von 60 bis 79, also Frührentenalter sozusagen, ist es einer von 393. Ja, also da wird es schon gefährlicher, keine Frage. In der Altersgruppe 80 plus, also von 80 bis, die Dresdner, der Älteste ist glaube ich 108 im Moment, sind es einer von 56. Ja,
Also, ne? In dem Alter stirbt man aber auch normalerweise an irgendwas. Und dann habe ich noch ausgerechnet, in der Altersgruppe von 60 bis 107, da ist es dann 144, einer von 144. Und über alle Dresdner gerechnet, ist es einer von 516. Einer von 516 Dresdnern ist an oder mit Corona verstorben. Wie gesagt, 3 Obduktionen von 1000 Corona-Toten. Die Stadt hat also keinen Blassen von gar nicht. Sie tut nur so. So, jetzt habe ich mir auch noch einen Zeitungsartikel ausgedruckt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Also Internetausdrucker ist gar nicht meins. Überschrift vom 29.05. von vor 2 Tagen, Samstag. Gesundheitsamt Dresden, deshalb sinkt die Corona-Inzidenz so rasant, ist die Überschrift. Da wird also der Doktor der Verwaltungswissenschaften Frank Bauer, seines Zeichens Gesundheitsamtleiter seit November, interviewt und wird unter anderem gefragt, womit er den deutlichen Rückgang der Inzidenz erklären kann. Er sieht mehrere Aspekte als ursächlich an. Der sichtbare Impffortschritt, sichtbarer Impffortschritt, die Maßnahmen der Bundesnotbremse, das ist inzwischen schon hundertfach widerlegt, sogar schon für März 2020, wo die Inzidenz vor dem ersten Lockdown schon unter 1 gegangen ist. Es ist Bullshit. Er wird nur von der Presse regelmäßig wiederholt. Und deswegen glauben das die Schlafschafe da draußen und vielleicht auch die Jubelperser da hinten. Bullshit. Und natürlich, wir verdanken den Rückgang der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Vielleicht hätte der Journalist noch dazu schreiben sollen, wie viele Corona-Schutzverordnungen es inzwischen gab. Ich habe aufgehört zu zählen, schon vor Monaten, aber ich würde sagen, mit 10 liege ich nie ganz falsch. So. Dann wird er gebeten um eine Prognose, und da möchte ich euch auch was zu erzählen. Eine Prognose macht man am Wahlabend, wenn die Wahllokale geschlossen haben und demzufolge keine neuen oder weiteren Stimmen dazukommen. Das nennt man eine Prognose, wenn sich an den Grunddaten nichts mehr ändern kann. Das, was uns regelmäßig als Prognose verkauft wird, nennt sich normalerweise ein Szenario. Da geht man davon aus, dass die Bevölkerungszahl sinkt oder steigt, Temperatur sinkt oder steigt beim Klimawandel. Also die Zukunft ist ungewiss und man verkauft uns anhand von mehreren Szenarien, ein ganz niedriges, ein ganz hohes, verkauft man uns das als Prognose. Ich war vor 1-2 Jahren bei Fridays for Future am Landtag, wo sie demonstriert haben, und da hat ein Schüler von Fridays for Future, der vorher mit der grünen Stadträtin getuschelt hat, behauptet, und zwar hat er sich berufen auf Stefan Rahmstorf vom PIK, unsere Modelle sind alle falsch, aber wenn ich den Durchschnitt von allen falschen Modellen nehme, dann komme ich zum richtigen Ergebnis. So geschieht es, das wird im Fernsehen verbreitet, von Harald Lesch, von Stefan Rahmstorf, von Herrn Schellenhuber, und es wird auch von unserer geliebten sächsischen Staatsregierung, in dem Fall von der Petra Köpping, verbreitet, die also meint, man könne eine Prognose über die Krankenhausbelegung machen, wobei man nicht weiß, wie viele Unfälle passieren, wie viele Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Aber die Staatsregierung hat behauptet, wenn die Belegung auf den Intensivstationen über 1300 steigt, dann müsse man wieder die Maßnahmen verschärfen. Wieder eine Prognose, wieder ein Modell, wieder Bullshit. Sie versuchen uns, das als Wissenschaft zu verkaufen, und dabei ist es genau das Gegenteil. Karl Popper, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, der hat sowas Historizismus genannt, könnt ihr auf Wikipedia nachgucken, ich empfehle euch aber das Buch, es ist sehr dick. Die Feinde der offenen Gesellschaft, dort hat er das ausführlich erklärt, relativ am Anfang vom Buch. Historizismus ist ein Instrument von totalitären Herrschern, um die Bevölkerung zu gängeln und um die Diktatur zu erhalten. So, der Frank Bauer hat aber noch was gesagt. Ihr erinnert euch, Ursache für den Rückgang der Inzidenz ist der sichtbare Impffortschritt. So, Frage, gibt es eine Übersicht, wie viele Dresdner bereits eine Impfung erhalten haben? Nein. Dazu liegt uns keine Zahl vor. Das Gesundheitsamt ist für die Impfungen nicht zuständig. Geimpfte Personen werden von uns nicht registriert. Kommt mit dem Impfpass. Der wurde gerade in Israel wieder abgeschafft. Ja?
Und in Großbritannien hat die Regierung auch die Hacke zusammengeschlagen, weil in London mehrere hunderttausend Menschen am Wochenende auf die Straße gegangen sind, ist Boris Johnson eingeknickt. Es wird in Großbritannien keinen Impfpass geben. So, damit habe ich dem Frank Bauer genug Platz eingeräumt. Dem Dr. Frank Bauer, Verwaltungswissenschaftler, Leiter Gesundheitsamt. Ich glaube, er ist 31 oder 32 Jahre alt. Nichts gegen die Jugend, aber der ist halt noch formbar. Markus, du musst mich gegebenenfalls von der Bühne schubsen, wenn es zu lang wird. Also, was habe ich noch? Das würde ich bei dir nie warten. Ist er gut oder ist er gut? So. Nächstes. Ich habe mir die Pressemitteilung der Landeshauptstadt von heute ausgedruckt. Nochmal ausgedruckt. Papier, Bäume, Grüne, Klimawandel, Waldsterben. Neue Corona-Schutzverordnung erlaubt weitere Lockungen in Dresden. Ab 2. Juni wieder Regelbetrieb an Schulen und Erleichterung für Gastgewerbe und Sport. Ich habe kürzlich in der Kneipe bei mir um die Ecke gefragt, ob ich denn so einen scheiß Test machen müsse, wenn ich hier ein Bier trinken will. Dann meint der Kneipier zu mir, na, wenn du alleine am Tisch sitzt, brauchst du keinen Test. Und ich sage, dafür gehe ich aber nicht in eine Kneipe. Also, Kneipen meide ich. Punkt. So. Ich bin übrigens sicher, dass das nicht alle Kneipiers konsequent durchführen. Also ich habe am ersten Tag, das war ein oder zwei Wochen her, als es hier schönes Wetter war und die Inzidenz entsprechend niedrig, haben also die Kneipen alle aufgemacht. Ich habe da nichts mit Zettel ausfüllen und App und was gesehen. Also ich halte das für ein Gerücht, dass das jeder so konsequent durchführt. Aber vielleicht könnte man ja ein paar Denunzianten da hinten finden, bei den Jubelpersern, die ihre Kneipiers von den linken Kneipen verpfeifen, wenn sie keinen Corona-Test machen. Ha? Wäre das nicht mal ein Job? Das ist doch euer höchstes Ziel, andere Leute zu denunzieren und zu bedrohen. Was ist mit den linken Kneipiers in der Neustadt? Ha? Wäre das eine Idee? Also ich mache sowas nicht, aber euch traue ich zu. So ist es. Ich glaube, da drüben war eins oder ist noch ein Testzentrum. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Stadt... Ich komme vom Hundertsten ins Tausend, ich könnte ewig weitermachen. Ich war in der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses, ich habe es, glaube ich, bei meiner letzten Rede schon erwähnt. Da hat die Stadtverwaltung eine Vorlage gemacht. Bis 250.000 darf die Verwaltung ganz alleine entscheiden. Sie haben aber Corona-Schnelltests für die Verwaltung, alle Eigenbetriebe und für jeden, der sonst noch will, für ein halbes Jahr Corona-Tests, also bis November eingekauft, von Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Bis Mitte November haben sie Corona-Tests eingekauft und was glaubt ihr, die Summe von 250.000 Euro wurde überschritten. Der Wirtschaftsförderungsausschuss musste also sein Okay dazu geben. Ich habe zwei Stadträte angesprochen und die haben gesagt, es ist doch nur eine Vergabe. Also kümmert die gar nicht. Und jetzt werden also hier jede Woche 70.000 Schüler in Dresden, Pi mal Daumen, zweimal getestet. Die Quote lag bei irgendwie 0,1% positiv. Danach muss ein PCR-Test gemacht werden. Am Mittwoch ist Gesundheitsausschuss. Ich habe wieder Stadträte per E-Mail angeschrieben und habe ihnen meine Fragen gegeben, weil das Presseamt beantwortet mir meine Presseanfragen nicht mehr. Ich bin also auch in Ungnade gefallen. Es wird einfach nicht mehr beantwortet. Ich kriege einfach gar keine Nachricht. Ich wollte auch wissen, ob der Herr Hilbert beim Dynamo und nicht beim letzten, sondern beim vorletzten Ligaspiel Hummer gegessen hat. Im Stadion mit dem Sportbürgermeister Peter Lames, wird einfach nicht beantwortet. Ist halt so. Ich gehe also davon aus, dass sie Hummer gegessen haben und Shampoos getrunken haben, während im großen Garten die Leute zusammengeknüppelt wurden. Herzlichen Glückwunsch, Dirk Hilbert. Okay, also ich mach's gut. Du musst mich nicht schützen. Keine Gewalt. Wir werden das in friedlich. Also, letzte Sache, die ich noch habe. Ich bin der Meinung, dass Demonstrationen, ich bin hier auf einer, gut und schön sind. Ich bin auch der Meinung, dass die Justiz als dritte Gewalt was zu tun hat. Aber wovon ich ganz fest überzeugt bin, dass wir das Corona-Problemchen nur politisch lösen können. Ich habe also am 22. März ein Bürgerbegehren bei der Stadt angezeigt und die hat sich 7 Wochen Zeit gelassen, mir zu antworten und hat sich dann darauf berufen, wir hatten nur Notbetrieb, deswegen hat es 7 Wochen gedauert. Also,
Ich brauche, wir brauchen 87.000 Unterschriften, um Oberbürgermeister Dirk Hilpert aus dem Amt zu entfernen. Ich war mal pessimistisch und habe nur 50 Unterschriftslisten, A5 Unterschriften ausgedruckt. Die werde ich gleich da vorne auf den Tisch legen. Ich werde, so der Markus das hinkriegt, auch eine PDF, wo man sich das selber ausdrucken kann, zur Verfügung stellen. Und dann kann jeder von euch selber Unterschriften im Bekanntenkreis sammeln und sie an mich schicken. Ich habe 2 Wochen noch gehadert mit mir, nach den 7 Wochen, die Stadt gebraucht hat, weil man muss damit mit seinem Namen und seiner Adresse, Grüße an die Antifa, an die Öffentlichkeit gehen, aber ich habe mir es gut überlegt. Hannah Arendt bzw. Karl Jaspers haben vom Wagnis der Öffentlichkeit gesprochen. Es bringt also nichts, wenn du irgendwas tust, du machst es im Geheimen. Man muss mit seinem Namen und seinem Gesicht dafür einstehen. So funktioniert Politik und Demokratie. Und ich bin fest überzeugt von unserer Demokratie. Fester geht's nicht. Sie ist doch gewachsen, Überzeugung in der Corona-Krise. Wir werden das Problem politisch lösen. Helft mir bitte dabei. Ich danke euch. Kleiner Hinweis dazu noch.